me timbers. Shiver me timbers. So, diesmal wird Craig nicht alles abbekommen. Das war's. Sowas packen wir dann irgendwie gut, ne? So. Na komm. Und wir gucken nochmal in die Crew rein. Ganz gut erholt. Marcello Bat hat ein bisschen was abbekommen. Was geht eigentlich noch? Level 2 Begegnungen. Level 2 ist gut. Level 2 ist super. Die haben somit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man kriegt somit am meisten Gold dafür. Habe ich das schon gesagt? Wenn die Leute so rote Bläschen haben, die bluten nicht, sondern das liegt daran, dass die Moral unter 50% ist. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Aber jetzt wisst ihr es. Ja, es sieht gut aus. Also hier ist die Zone, wo auf jeden Fall noch gearbeitet werden kann. Das ist ganz gut. Ist, okay, gut, er kann essen. Ja. Perfekt. Aber wir brauchen jetzt unbedingt einen Fishing Rod, sonst wird es problematisch, die Crew zu ernähren. Das kostet dann doch echt viel. Ihr seht übrigens, wenn die... Und das ist der Vorteil an einem kurzen Schiff. Der Sailor geht immer hin, sammelt das Poop ein, wirft es weg und läuft zum Beginn des Schiffes. Und deswegen, je kürzer das Schiff ist, desto schneller und effektiver arbeitet der. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Okay, gut, der Schlüssel kommt auch noch mit. Oh! Okay. Oh, ein Gingerbeard. Nein, bleib da. Grapple. Gut. Ich bin zufrieden. Ship orders, plunder and scuttle. So, 4300 Gold. Das ist sehr gut. Noch irgendwas Tolles gefunden. Oh. Wir haben echt ultra viele Flails gefunden. Also die werden meiner Meinung nach ein bisschen zu häufig. Noch ein gesetzt hier. Was bringt der? Plus 4 Moral. When attacking. Gib ich dir, du bist nämlich teuer. Gib ich dir, du bist noch teurer. So, 1 und 2. Wäre das Ding aufgebaut. Ausgebaut. Oh, Hawk sollte nicht mehr. Ah ne, Hawk haben wir noch. Ike haben wir verloren. Genau, das war's. Ike. Ja. Und, jetzt sollten wir gucken, dass wir das Hawk beim nächsten Enter-Manöver nicht unbedingt mitgrappelt, sonst könnte das für ihn ungemütlich werden. Ich merke mir mal, dass hier im Osten, dass da noch einiges ist. Vielleicht segeln wir mal hier rüber. Vielleicht finden wir da, vielleicht geht es da oben weiter. Also ich denke mal schon. Ich glaube nur, dass die Beacons da noch relativ weit voneinander entfernt sind. Aber da können wir da auch unser Schiff wieder ein bisschen verkürzen. Wobei ein langes Schiff halt wichtig ist mit dem Kanonier, damit er nicht immer die Kanone permanent betätigt, sondern damit er immer lange laufen muss, um die Kanonenkugeln zu holen. Zu viele Zombies. Zwar keine guten Skelette, aber ziemlich viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Das ist... Pigeon Roost, da war ich schon mal. Okay.
Solange wir noch keine Kanonenkugeln haben, können wir das Schiff auch nochmal kürzer machen. Das habe ich halt vorhin nicht gemacht, weil meine Crew noch hier hinten stand. Ist ja klar. War das nicht irgendwie so? Ich meine, es muss jetzt nicht so wahnsinnig klein sein. Aber ich brauche jetzt auch kein Riesenschiff hier. So. Wie viel Nahrung haben wir noch? Gar keine, oder was? Ich glaube, ich brauche noch Nahrung. Okay. Auf zum Level 3 Encounter. Und dann gucken wir mal, was da oben so abgeht. Ansonsten muss ich nochmal nach Westen. Aber da kam ich her. Wobei, das heißt, Moment mal, da müsste es da noch einige Level 2 Schiffe geben. Weil ich habe da nicht alles abgegriffen. Müsste sich also finanziell nochmal lohnen. Ja, und wenn wir hier einen Navigator dabei hätten, dann ging das doch deutlich schneller. Wobei er halt auch die Leute Erfahrung sammeln, solange sie auf See sind. Also. Naja. Marcello Bat, der ist etwas teurer. Aber auf der anderen Seite 262 Moral, das ist gar nichts. Also die nehme ich dann. Womit sich das Problem mit dem Fishing Rod jetzt auch erledigt hätte. Das war nämlich noch, ja, jetzt hatte er null Erfahrung. Moral. Ich hätte nicht gedacht, dass er weniger als 200 und ein paar gequetschte Moral hat, aber gut, okay. Oh fuck, was mache ich hier die ganze Zeit eigentlich, wisst ihr das? Naja, gut. Einer weniger, den ich ernähren muss. Ja, ja, ja. We are under attack. Attack the enemy. Natürlich. Da, ne? Der muss ja... Der muss ja nur noch so viel Moral gehabt haben. Warum hat mein Quartermaster da nichts gesagt? Oder war das vielleicht wirklich, weil der so... ich weiß es nicht. Zeig mir das. Ah, mein Captain stirbt gleich. Mein Captain stirbt gleich. Und dann kriegt der Captain... Knife ist es nur schade um die Pistole. Kriegt der Captain eine Self-Destruct-Bomb. Hawk würde ich gerne retten, wenn es geht. Hawk hat immer noch 10 Lebenspunkte. Hawk hat noch 2 Lebenspunkte. Ich will die ganze Zeit, dass mein Captain stirbt, aber der stirbt nicht. Okay. Warum ist die Musik auf einmal weg? Okay, rüste mir den Kapitän wieder aus. Das ist ein Hammer. Das ist ein Speer? Ich weiß es nicht. Aber... Du lädst auf jeden Fall mal deine Pistole nach. So, der ist fertig. Dann komm hier, Fabian, du kriegst einen guten Speer. So. Ja, das... warum... Also, dass die mittlerweile bei 50% Moral nichts mehr machen, selbst wenn die den Vorteil loyal haben, das geht mir dann doch schon ein bisschen auf den Wecker. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt Fabian ist mit dem Vorteil loyal, sondern dass es halt eben hier Jason ist, aber...
Also das ist dann doch ein bisschen heavy momentan. Das aber wird wahrscheinlich auch wieder gepatcht werden. Level 2 Schiffsbegegnung sieht gut aus. Segeln wir hin. Ich könnte jetzt natürlich auch meinen Captain dort verheizen. Ja, es kommt keine Musik mehr. Irgendwie, naja, ein bisschen buggy halt, ne? Dead men tell no tales. Ich frage mich gerade echt, ob ich den Captain ins Jenseits befördern möchte. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich meine auch der Vorteil. Ja, ja, Attack Enemy. Ja. Ja, wir machen das. Du nimmst eine Suicide Bomb und ein Messer. Ah, ich hätte gerne einen Stein, um das tauschen zu können. Du machst mal das Grappeln aus. Du machst das Grappeln auch aus. Du hast es schon aus. Gut. Obwohl, ne, warte mal, du kannst das Grappeln anlassen. So. Die müssen ja nun nicht alle rüber. Hehehehe. So, Hawk wird bezahlt. Orlando ist noch bei über 50%. Komm, schick den Captain mal rüber. Ja. Und den Rest an Crew können wir nämlich auch wieder in der Startlocation anwerben. Whoops, das ging aber flott. Okay. Dann grabbelst du jetzt wieder mit. Mach Cello. So, dann ich glaube, die haben gar nicht so viel Schaden genommen. Oh, und mein Captain muss natürlich mit, ne? Okay. Wer ist der Typ, der gerade stirbt von mir? Keiner. Gut. So, Orlando ist jetzt der neue Kapitän. Was mir ganz gut gefällt, denn Orlando hat definitiv hier auch so das größere Potenzial mit mehr Lebenspunkten. Also unser Captain mit 21 Lebenspunkten oder so, das ist einfach ultra scheiße. Droht halt permanent zu sterben, das ist echt nicht gut. 28. Du kriegst den Tribal Shield, du kriegst die Diapers und ja. Okay, so, dann könnt ihr mal wieder rüber grappeln. Also, heil dem neuen Kapitän. Halt, hier. Vielleicht will ich jetzt tatsächlich nochmal zurück in die Startlocation. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir gucken mal, was da noch so rumkommen kann. Unsere Crew hat es eigentlich gut gemacht. Ist noch frisch. Gut bewaffnet. Wir haben noch einen Hammer. Für Alonso. Alfonso. Ja. Da ist noch ein Level 2 Encounter. Segeln wir mal dahin. Da scheint ja ansonsten nicht so viel in der Nähe gewesen zu sein, was wir gebrauchen konnten. Ja, wir mussten unsere Crew einfach ein bisschen ausdünnen. Also 10 Mann war zu viel. Das kann man später machen, wenn man mehr Kanonen an Bord hat und so, aber... Und vor allen Dingen, wenn man Munition für die Kanonen hat. Und ganz, ganz wichtig, wenn man halt ein Fishing Rod hat. Ja, 16 Gold ist okay. Jetzt bin ich auch den teuren Fischer los, den ich eh nicht benutzen konnte, weil ich keinen Fishing Rod hatte. Ist natürlich auch nochmal von der Kombination her ganz gut. Dead men tell no tales. Die Level 2 Begegnung, die werden wir easy packen. Wir müssen auch mal gucken, dass wir
in der nächsten Stadt, wo wir nochmal anheuern können, dass wir da nochmal ein paar gute Piraten vielleicht kriegen. Mit vielen Lebenspunkten. Das ist ja eigentlich, Lebenspunkte machen ja eigentlich alles aus. Alles andere kann man durch Waffen ausgleichen, aber halt eben die Lebenspunkte zu heilen, das ist ultra schwierig. So, dann kämpft mal, Kinder. Übel. Endgenial. Einfach nur. Ja. Interact. Oh. Hey, Grapple. Also sag mal. Haben wir einen Grindstone? Das ist echt gut. Also so viele Grindstones, die lohnen sich halt richtig für uns, weil wir echt gute Waffen haben, die wir jetzt mittlerweile upgraden können. Wir haben genug Nahrung, noch. Müssen da vielleicht aber nochmal dran arbeiten. Die World Map sagt, es geht easy weiter. Nochmal mit so einem Zweierschiff. Wir haben echt Geld wie Heu. Und ich denke, wir können uns zwei neue Crewmitglieder leisten. Aber es sollte... Ich weiß nicht, was brauchen wir? Vielleicht nochmal ein First Mate und... Dead men tell no tales. Ja, einen Doktor wollte ich ja die ganze Zeit schon haben. Navigator wäre vielleicht noch ganz cool. Es ist eigentlich dann doch nicht so entscheidend, welche Crewmitglieder man hat, solange man einen Sailor dabei hat und einen Cook. Das ist das Wichtigste überhaupt. Alles andere ist eigentlich dann egal. Wobei ich gerne den Quartermaster dabei habe, weil der immer halt die Upgrades gibt, wann die Leute bezahlt werden müssen und so. Und das ist schon sehr wichtig, finde ich. Da gehen wir direkt hin. Wir haben so viel Nahrung an Deck, das ist super. Captain macht 13 Schaden mit einem Hit. Das ist schon geil. Okay, leider nur eine Truhe, aber passt schon. Okay. Ist nochmal ein Level 3, aber das müssten wir eigentlich auch schaffen. Unsere Truppe ist ja noch relativ frisch. Gucken wir, dass wir gleich nochmal die ganzen Solde bezahlen und dann ist gut. Also momentan machen wir ein ordentliches Plus. Aber das müssen wir natürlich auch bald wieder investieren. Wir haben halt auch den Vorteil, dass nicht so viel Nahrung gegessen wird. Insofern schon ganz gut. Was passiert jetzt? Wir lassen sie ihn behalten. Jetzt kann ich mir es nicht mehr so gut leisten, ein Crewmitglied zu verlieren. Dead men tell no tales. Ja, jetzt kommt die nächste Begegnung und wir schauen nochmal gerade. Ich sollte dich mal bezahlen. Und das Coole ist, unser Captain kostet jetzt nur 107. Yes. Okay. Wir können auch eine Waffe upgraden. Den Speer von Fabian graden wir gerade ab. 1, 2. 3. Nimm mal die Schuhe. Die Schläppchen. So. Wie wäre es hier, wenn wir das Ding mal upgraden? Wir haben echt viel rum. Kannst du ruhig mal eine Flasche trinken. Hier so als Kampfvorbereitung kriegt jeder nochmal einen Schluck rum. Und jetzt geht's rund. So. Einmal Rektalrandale. Der ist auch schon dick im Geschäft. Schaffen wir auch noch. Gut. Grapple.
Ja, ist gut gelaufen, die Begegnung hier. Und ich meine, südlich von uns befindet sich unsere Startinsel, von der wir ursprünglich mal losgezogen sind. Ich schlage vor, für die Reise zieht ihr alle nochmal hier diese komische Windel an. Oh, ich habe Grindstones. Zack. 6 Schaden macht es jetzt. Attack Speed 1,89. Das ist ultra schnell. Und 5% Chance, einen extra Damage zu machen. Auch gut. Natürlich nicht die beste Waffe, aber... Könnt ihr mal schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit dem Morgenstern. Oh, 1001, das ist der Endboss. No fucking way. Trusted Grave, ja, ich glaube auch. Trusted Grave, das wird mein sicheres, vertrauenswürdiges Grab werden. Okay, wir müssen noch einen Encounter machen. Also noch eine normale Schiffsbegegnung. Aber wir sind eigentlich gut dabei. Insofern müssen wir das schaffen. Moral haben wir genug. Nahrung haben wir auch noch mehr als genug. Das läuft gut. Irgendwie habe ich den Eindruck, die Piraten fressen immer mehr, je mehr man hat. Nö. Von wegen. Der kriegt schon 132. Okay, greifen wir den Level 3 an. Sind zwar relativ viele und auch relativ gute, aber ich glaube, wir haben insgesamt die bessere Bewaffnung, weshalb ich uns da hier eine ganz gute Chance ausrechne. Okay, den ersten haben wir schon mal erwischt. Hier ist der zweite, den müssen wir jetzt auch treffen. Shit, ich habe ihn nicht getroffen, so ein Fuck. Aber gut, wir sind besser ausgerüstet. So, zieht mal die Windeln aus, Leute. Weißt du, geil, mitten so im Kampf. Zack, reißen die sich die Windeln vom Leibe. Okay. Hier drüben, den. Gut. So, und wenn ihr jetzt wieder bei uns aufs Schiff geht, dann zieht ihr jetzt bitte wieder schön die Windeln an. Tell no tales. So, Captain Orders Interact. Noch ein Grindstone. Ey, also ich kann ja nur sagen, ne, Level 3 Schiffe mit einer halbwegs großen Crew, gute Waffen kaufen, die ganzen Grindstones alle aufheben und dann die Waffen alle upgraden, das rockt. Das rockt. Also es hat bei uns auch zumindest sehr gut geklappt. So, der Speer ist voll geupgradet. Das Messer hier. Jetzt kommt der Hammer erstmal dran. So. Wir gucken uns die World Map an. Das geht gut. Da segeln wir hin. 9000 Dukaten aber momentan. Nach Avocado. Schöner Name. Ich schreibe auf. Avocado. Also der Wechsel bei... unserer Führungskraft hier, bei unserem Management, das hat sich auf jeden Fall mal ausgezahlt. Ich hoffe nur, dass wir das Geld jetzt auch investieren können. In ein paar Kanonenkugeln, vielleicht nur ein oder zwei Crewmitglieder und ein Fishing Rod. Oh, das wäre so gut. Oder auch nicht. Aber gut, wir können noch mal ein bisschen Meat kaufen. Und geh mal gerade auf World Map. Da oben ist noch so ein Teil, ne? Ah, okay, gut. Da kommen wir auch ganz gut hin. Mhm. Okay, also das merke ich mir jetzt mal gerade. Dass wir da...
Nahrung kriegen. Schreibe ich mir nochmal auf. So. Okay, wir haben... Fighter. Fast Learner. Level 10. Fuck, der Typ ist gut. Cook, Trader, Alkoholik. Nee. Carpenter. Cristobal, Drasen. Nimble, Strong. Aber Strong ist gut. Fisherman. Strong, Weak. Sehr gut. Ja, das sollte eigentlich noch nicht auf dem gleichen Charakter oder auf dem gleichen Piraten liegen, aber okay. Traitor, Greedy, nee. Alcoholic, Avenger. Weak, Anorexia. Quartermaster, Strong, Fast Recovery. Hm. Okay. Weak Crewmitglieder wären nicht so geil. Wir gucken mal gerade. Oscar Cotta 44. Eusebio Dingsbums. Der hat 34 Lebenspunkte. 42. Oh, wer ist denn das? Brandon Sutter. 50 Lebenspunkte. Wer ist das? Das ist der Kanonier. Da muss ich mal gerade rüber scrollen. Wie viel hast du? 48. Also ansonsten sind die alle ganz gut. Wie viel hat denn hier der Dwayne Laver? Wo ist er? Der versteckt sich da hinten. Da, 42 Lebenspunkte. Für Level 10 Kämpfer halt natürlich nicht so schlecht, ne? Ich brauche noch einen First Mate eigentlich, aber das gibt's ja nicht, ne? Carpenter, Fisherman, Sailor. Wir hätten der Chance Polus. Der hat 48 hatte der, ne? Ah, 42. Ach shit. Okay, wisst ihr was? Ich nehme den. Level 12, Avenger, Alcoholic. Aber 50 Lebenspunkte. Der steckt halt echt gut was ein. Aber okay, ich nehme den Fast Learner Fighter. Zeig mir den mal gerade. So, was würde mich der denn kosten? 97, der ist geschenkt, Leute, der ist geschenkt. Okay, ich nehme den Kanonier mal auch noch. Ich kann ihn ja immer noch rauswerfen, wenn ich ihn nicht brauche. Zeig mir den mal. Stärke 6. Der macht aber wenig Damage. Aber 50 Lebenspunkte ist halt, 50 Lebenspunkte. Das ist halt voll der Tank. Guckt euch mal an. Der hat nur 28. Alfonso, Level 10, hat gerade mal halb so viel wie der. Da würde ich ehrlich sagen, ich scheiß auf den extra Damage. Ich meine, gut, der macht halt, der macht 10 Damage, aber mit dem Hammer. Ich meine, der macht halt, der macht dann 7. Aber der lebt halt auch viel länger, ne? Okay, zeig mir mal, wer hat denn noch viele Lebenspunkte? 44, 42, 45, 48. Ist der Cristobal mit 48 und der Ernest mit 48. Cristobal ist der Carpenter. Und der Ernest, aber der ist ein Traitor, den will ich nicht. Carpenter. Quartermaster, Strong Fast Recovery. Was hat denn mein Quartermaster? Alcoholic Swim. 29 halt nur. Und Eusebio? Eusebio hat 37. 37 zu 29. Du bist auch gehired. Okay. Frage ist jetzt, werfen wir ein raues? Das ist halt jetzt interessant. Cutlass macht halt nur 4 Damage mit 5 Sternen. Das ist, es lohnt sich echt nicht, so ein Cutlass abzugraden. Stärke 27 zu Stärke 8.
Ja, Craig, es tut mir echt leid, aber ich muss dich leider hier rauswerfen. Du kriegst hier eine Self-Destruct-Bomb mit. Beim Cutlass würde ich ja fast sagen, das kannst du behalten. Prozent Chancen, Bluten zu verursachen. Der macht halt so schon 3 Damage, ne? Und 3% Chance zu parieren. 3, 2, 3 ungefähr zu. Naja, aber die höhere Angriffsgeschwindigkeit, ne? 3, 1, 5. Auch mit Paradechance. Okay, du kriegst den Cutlass hier. So. Alfonso. Bei Alfonso bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich Alfonso rauswerfen soll. Alfonso kostet 134. Der kostet 155. Der kostet 117. Ah, die sind jetzt halt schon ein bisschen teurer, aber okay. Ich werde jetzt erstmal Craig entlassen. Warum da Geld steht, weiß ich nicht, denn Geld bekommt man definitiv nicht. So. Fabian hat recht wenig mit 30. Ich behalte die Crew mal noch so, wie sie ist. Dann muss Marcello nicht mehr grappeln. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Crewmitglieder, die kämpfen können. Was ich für einen ziemlich guten Wert halte. Du bekommst einen Speer. Der macht 4 Damage. Er attackiert langsamer als ein Speer, hat einen höheren Knockback und die gleiche Range. Ich nehme auch hier den Speer. Und das ist gut, dass die halt noch Wurfdolche dabei haben. Ich meine, die machen zwar nicht viel Schaden, aber das ist cool, dass die noch eine Zweitwaffe dabei haben. Ja. Okay. Joho. Grappelt bitte. Okay, wir nehmen die Crew mal so, wie sie ist, mit bis zu der nächsten Insel. Und dann schauen wir mal, was wir da noch machen. Aber ich glaube, das ist eine coole Crew bisher. Kann jetzt leider nicht sehen, wo wir da noch Nahrung an Bord haben, aber ich muss eh mal noch ein bisschen was. Okay, wir hatten nicht mehr genügend Nahrung. Tja, soll ich Alfonso noch mal bezahlen? Ich würde sagen, wir segeln erstmal, genau, wir segeln erstmal nach Oktibea. Dann werde ich an der Stelle auch nochmal einen Cut machen. Die Crew ist besser als vorher, auf jeden Fall, viel besser. Und ich kann es nur nochmal betonen, Lebenspunkte in der Schlacht zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Damage kann man immer nochmal mit einer Waffe ausgleichen, aber Lebenspunkte wiederzukriegen ist immer sehr, sehr schwierig. Ja, wir haben eine sehr gute Bewaffnung. Also, das ist schon ordentlich. Auch die Hämmer, also damit bin ich bisher sehr zufrieden. Alfonso Tauber ist. Scheiße. Wenn der 300 Moral verliert, dann ist der direkt weg, ne? Naja. Ah, ne, der ist noch da. Der hat keine 300 Moral verloren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, du kriegst eine Self-Destruct-Bomb. Er ist jetzt ausnahmsweise mal der Falsche ins Wasser gefallen. Gib ihm noch einen Hammer. Hier ist Demanding Salary. Komm hier, ich verwende mal da noch ein bisschen. Wer sind jetzt die Leute, die ganz, ganz dringend hier
parieren können müssen. Das bist du. Und das ist Orlando. Das sind definitiv die mit der wenigsten... Das sind definitiv die mit den wenigsten Lebenspunkten. Ja, das war nochmal ein bisschen knapp. Habe ich keinen Sailor mehr? Was? Ich habe keinen Sailor mehr. Hawk the Flatulent ist an irgendeiner Stelle gestorben. Oder habe ich den entlassen? Habe ich Hawk entlassen? Wollte ich doch eigentlich gar nicht, oder? Aber das sollten wir mal ganz schnell... Das sollten wir mal ganz schnell hier an Land gehen. Denn sonst habe ich hier halt wirklich wieder das ultimative Poopship am Start. Grappel mal. So. Ah ja, da guckt mal einer an. Da könnte was gehen. Da könnte was gehen. Ich brauche noch einen Sailor. So, was haben wir hier? Loyal Trader. Ein loyaler. Hier, Careless Fast Recovery. Ernesto Benitz. 38 Lebenspunkte. Nicht schlecht. Navigator, Careless Anorexia. Okay, weißt du was? Ich nehme dich. Und dann werde ich jetzt Alfonso entlassen. Shiver me timbers. Okay. Okay, okay, okay. Wir gehen aufs Ship Setup. Ja, ne, wir müssen... Ja, komm, grappelt mal. Dann ist eigentlich dein... Ah, ne, halt, halt, halt. Du musst mal noch hier bleiben. Krieg ich hier einen Fishing Rod? Short Sword. Oh, Katana. Oh, ja. Ich kaufe 3 Katanas. Aber hallo. War das eine Spinne? Ja. Okay, gut, es war eine Spinne. Hab ich schon gedacht, da läuft wieder einer Amok. Woodblock, half Woodblock. Woodletter, Woodwheel, Basic Cannon. Ah, Bombs. Ja, now we're talking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marcello Kornmehl wird bezahlt, umgehend. Ernesto kostet 98. Günstig. Nee, kein Ship Damage. Aber, so, jetzt kriegst du kriegst erstmal einen Katana. Schöne Grafik. Du kriegst den Hammer. Duane kriegt auch einen Katana. Und... der macht 7 Damage. Das ist schon cool. Marcello kann eigentlich den Hammer behalten. Aber Eusebio bekommt noch einen Katana. Haben wir hier irgendwas? Es ist schade, dass man keine Waffen für den zweiten Slot kaufen kann. Und dass es hier noch nicht nach unten scrollt. Ich kann jetzt aber 4 Damage, das ist ein normaler. Na, ja, den Cutlass müssen wir jetzt mal langsam aussondern. Ernesto. Er ist careless. Das heißt, er droht wohl öfter mal ins Wasser zu fallen. Dann gebe ich dir mal, just for the fun of it, gebe ich dir mal so einen Rettungsring. Okay. Wood table, bowsprit, sail, mast, top mast, deckhand window. Okay. Wir kaufen ein deckhand window. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kauf noch ein Segel. Sollen wir noch den Bugsprit kaufen? Ja, das ist ganz witzig. Bomben haben wir. Wood Table, den schenken wir uns. Wood Wheel. Kaufen wir auch noch. Genug Geld haben wir ja. Half Wood Block und so weiter. Sehr schön.
Ah, ich könnte aber mal gerade auch gucken. Mal 25302. Hm. Das macht halt definitiv den meisten Damage, ne? Krass. Orlando, hau mal gerade da drauf. Aber ist schon krass. Und nochmal. Ah, eine Perle. Guck mal da. So, ich verkaufe die Perle. Ich werde vielleicht auch nochmal zwischendrin ein bisschen was verkaufen. Das könnte ein bisschen länger dauern. Ja. Und, Ship Setup. Guck mal hier. Das kriege ich jetzt vorne nicht mehr dran. Da ist das Schiff zu kurz für. Naja. Ich kann mal die Nahrung da wegholen. So. Dann bauen wir noch schnell das Schiff. So. Wir machen es ein kleines bisschen länger. Nicht viel länger, aber ein kleines bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. So ist um den Dreh rum. Das sieht ganz passabel aus. Nee, halt nicht so. So. Stell das mal noch so um. Genau. Dann ist der Rumpf ein bisschen stärker. Die Deko besagt. So. Kanone. Einmal dahin. Steuer einmal dahin. Da kann jetzt noch niemand wirklich hoch, aber just in case machen wir mal noch eine Leiter hin. Und ja, wir müssen es ja irgendwie so machen. Eigentlich, momentan. Ah, wir werden es irgendwann nochmal umdesignen. Wir machen es irgendwann nochmal schöner. Jetzt brauchen wir noch einen Mast, den machen wir mal mittig hin. Zack. Und unser Schiff ist fertig. Und wie sich das Ding fährt, das sehen wir dann im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Schiff ahoi.